Leute, herzlich willkommen hier in Schönwalde in unserem so sehr geliebten Fliegerhorst. Ja, wir haben heute uns entschieden, unseren Familienspaziergang am Samstagnachmittag hier im Fliegerhorst zu verbringen, nochmal in ein, zwei Gebäude einzusteigen und zu gucken, ja, ob wir noch irgendwas Neues entdecken und sowas. Ich weiß, es gibt schon so viele Videos, selbst von aus der Luft gibt es schon ein Video, aber der Fliegerhorst überrascht uns immer wieder neu und deswegen sind wir erstmal wieder hier und laufen erstmal, und wenn ich noch was Interessantes finde oder sowas, zeige ich es euch natürlich. Ich habe nämlich auch was Neues, und zwar eine riesen Taschenlampe, 90.000 Lumen. Krass, oder? Okay, das sieht man jetzt überhaupt nicht, aber egal. Ihr werdet es am Dunkeln sehen, wenn es dann richtig schön leuchtet. Ja, genau. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen hier bei Berlin Vlogger. Leute, wir sind jetzt hier, wir gehen da jetzt mal rein ins Häuschen. Und hier liegt sowas, so eine Art Schacht oder sowas. Das war mal ein Bürgersteig. Und hier ein Spielplatz und so. Und hier war irgendeine Straße, keine Ahnung. Ja, oder was auch immer das war. Ist ja hier auch. Wenn ich da runterleuchte, geht es ein bisschen. Also mal schauen, was uns hier so erwartet. Hier natürlich wieder so ein alter Lampenhalter hier für Leuchtstoffröhre. Boah, dieser Gang, der ist länger als andere. Oder? Ich finde den länger als andere. So, Light is on. Tolle. Okay, ist zu hell hier, aber sonst ist es denn geil. Leute, hier haben wir ein Treppenhaus entdeckt. Das erste richtige Treppenhaus. Da unten ist ein Keller, da gehe ich jetzt aber nicht hin. Hier ist auch nicht viel weiter raus, weil ich nicht weiß. Ja, weil die Wand, Decke da oben ja auch nicht mal so klasse aussieht. Und deswegen gehe ich da jetzt mal nicht rein. Na, hier ist einfach noch ein Räumchen. Hier auch, hier sind die Toiletten, Duschen. Hier ist schon Moos auf dem Boden. Wieder so eine alte Halterung für eine Leuchtstoffröhre. Ist natürlich ziemlich rostig, ne? Also mein Mütterchen hat hier gerade entdeckt, dass die Russenzeitungen, das sind alles russische Zeitungen von damals, unter der Tapete sind. Krass, oder? Hier haben wir mein Zimmer mit rosa Tapete. Leute, also scheinbar war das so, irgendwie die Soldaten, Russen, wie auch immer, hatten hier immer so ein eigenes kleines Zimmer, so wie in der JVA, sag ich mal. Naja, ist doch so. In der Zelle haben sie doch auch nur ein kleines Zimmer für sich. Da haben sie einen großen Waschraum, eine große Küche zusammen. Duschen. Ich weiß nicht, ob es in der Bundeswehr, in der Kaserne auch so ist. Hier zum Beispiel. Das war mal ein langer Gang. Man sieht ja, da wurde doch wieder reingebaut, reingedonnert. Weil zugemauert worden ist. Hier zum Beispiel ist ein Treppenhaus. Ich glaube aber nicht, dass das zugemauert worden ist. Ist hier auf jeden Fall nichts. Weil das sieht so aus, als ob es schon immer so zugemauert wäre hier. Wie lang einfach dieser Gang ist, ey. Ich finde das immer noch krass. Sind ja zwei Gebäude aneinander geklebt. Also, als das hier alles in Betrieb war, da wirklich konnte man ja von dort bis ganz nach hinten laufen, und da war ja dann rechts noch der eine Weg in das andere Gebäude. Also wie in mehreren großen Krankenhausgebäuden, die alle miteinander verkuppelt sind. Ist das schon echt heftig, ne? Ja, Leute, da wo man hätte rausgehen können, wurde hier unten zugemauert. Und hier auf den ganzen Treppen liegen Blätter von den Bäumen, die direkt hier vor der Tür stehen.
Hier sind auch nochmal, ich glaube, das waren unsere Klos oder Duschen. Gleich. Ah ne, das waren die Klos. Hier sind die Duschen mit einem Heizer, schätze ich mal, oder sowas. Ja, Ofen für die warme Dusche wahrscheinlich. Ach, das ist auch ein geiles Bild, da muss ich ja selber auch noch ein Bild machen. Und ich glaube, das wird sogar das Titelbild. Ja Leute, wir sind jetzt wieder aus dem Häuschen draußen. Hier, das Gebäude, das ist das Kino. Da werden wir jetzt nicht reingehen, weil da waren wir jetzt oft genug drin. Und das Kino, das kann man nicht mehr als Kino bezeichnen, weil schon so zerstört worden ist. Deswegen, gehen wir da nicht rein. Ja, genau, wir laufen wir erstmal hier ein bisschen den Weg weiter und gucken wir mal, was wir hier noch zu finden, ne? Nächstes Haus, Freunde. Habe ich mich gerade mit dem Smiley da hinten erschrocken. Wollen wir wirklich rein? Noch alte Kabellage. Kompletter Durchbruch hier zum Treppenhaus. Im Prinzip würde ich sagen, auch einfach ein ganz normales Wohnhaus. Ein Block. Und einfach. Und was man hier auch überall sieht, Hakenkreuz an der Wand. Naja. Ja, aber sonst auch ein ganz normales Häuschen. Mit jetzt nochmal Raum rollen. Ach, ist der gleiche Raum, den ich gerade angeguckt habe. Aber diese offenen Fenster, da kann man richtig geile Bilder machen. Ja. Was war das hier mal? Hier ist ja die Tür, der Durchgang. Oh, zu sehen. Oh, meine Pups. Hier ist schon zugeholztes Fenster. Das, ja. Oh, und hier ist noch ein altes Regal. Leute, und hier dachte ich gerade, das ist ein Deckenventilator. Aber ich weiß nicht, sieht irgendwie. Nee, das war mal nicht, das ist metallisch. Aber hätte man auf dem ersten Blick natürlich denken können. Und wir sehen hier auch öfter mal Sachen mit irgendwelchen Graffiti-Leuten, die irgendwas an die Wand gespürt haben. Und darunter steht ein Datum. Haben wir gerade im letzten Gebäude 2014 gesehen. Also, ich möchte echt gerne mal wissen, wie das hier 2014 aussah. Ich glaube, da war ich noch in der 8. Klasse oder sowas. Krass eigentlich. Na gut, also damals hätte man mit mir sowas hier nicht angucken können. Aber jetzt habe ich total Interesse für sowas, weil ich es total interessant finde. Vor allem heute sind wir bis jetzt nur in Häuser gegangen, wo wir noch nicht drin waren, außer die ersten beiden, aber die habe ich nicht gefilmt, wie zum Beispiel auch so ein gelbes Räumchen. Auf jeden Fall sehr interessant. Ne? Hier, das war wahrscheinlich auch so ein Waschbecken irgendwie. Hier dann anscheinend nochmal Toiletten. Mit Türchen sogar. Hier nochmal der gleiche Raum wie hier gerade schon. Lassen die beiden mich einfach alleine in diesem Haus hier verschmoren. Hätte mich jetzt jemand da drinnen geklaut, hätten die das gar nicht mitbekommen. Leute, das Wichtigste in solchen Gebäuden ist, oder worauf man achten sollte, ist einfach, dass man erstens ruhig ist, zweitens, dass man extrem aufpasst, wo man hintritt, und wenn man hört, dass der Boden schon irgendwie ein bisschen knarzt oder sowas, am besten sofort aus dem Gebäude rausgeht. Ich bitte euch auch, das nicht nachzumachen. Es reicht schon, dass wir das verbotenerweise machen. Und was auch jetzt wichtig ist zu sagen, dass wenn man in so ein Gebäude geht, nichts mutwillig zerstört. Das ist einfach zu kotzen. Ich wette mit euch, ne? Werden hier
bis jetzt noch nichts zerstört worden ist, außer abgesehen jetzt von Baumaßnahmen, ne? Dann wäre hier wahrscheinlich noch alles voller Glas, könnte ich mir vorstellen, und dann wäre die Gebäude noch super gut erhalten. Also, wenn ihr in Lost Place seht oder sowas, dann macht bitte nichts kaputt. Und wenn es noch ein neueres Lost Place ist oder sowas, dann klaut auch keine Sachen, das ist asozial. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. So Leute, wir stehen jetzt hier vor dem nächsten Gebäude und gucken mal, was wir gerade entdeckt haben. Das ist ein Soldat aus, aus Mosaik, aus Stein, aus Scherben gemacht. Richtig geil. Und daneben ein paar Gummistiefel, die noch ziemlich neu aussehen. Und ein Keller, der komplett geflutet ist. Ne? Also ich meine, wäre das jetzt in einem modernen Wohnhaus, wo noch Strom laufen würde, dann wäre es lebensgefährlich, da reinzugehen. Weil das Wasser unter Spannung stehen kann. Aber ich glaube jetzt nicht, dass hier noch Strom steht, aber WD geht da ganz bestimmt nicht rein. Also ich will mir meine im Angebot 100 Euro teuren Schuhe nicht. Das muss ich machen. So, hier laufen wir gerade nochmal an unserem Heizkraftwerk vorbei. Das Türmchen. Also hier traut man sich auch fast schon gar nicht mehr rein, weil die Rohre kommen auch immer weiter runter. Krass, krass. Alles unter Wasser. Guckt mal da hinten. Da geht es ja sogar noch ganz weit weiter. Alles unter Wasser. Hübsle! Ich finde es auch richtig krass, Leute. Und zwar hier hinter uns ist, naja, das sieht so, könnte ein Café gewesen sein. Also ist auf jeden Fall ein Restaurant gewesen. Da drin ist auch ein großer Saal. Da waren wir auch schon mal drin. Da gehen wir jetzt aber nicht rein. Na, also kann man hier auch außen sitzen. Seht ihr ja hier. Hier, ne, da kann man sitzen. Auch hier oben. Und halt innen drin. Die latscht mir schon wieder voll ins Blöd und da unten sieht auch. Und wenn man jetzt hier weiterläuft, also stellt euch mal vor, man wohnt hier in so einem Haus drin, trinkt hier morgens seinen Kaffee und dann geht man zur Arbeit da hinten zum Flugzeughangar, wo das Flugzeug da drin steht. Also, es ist schon echt richtig krass. Und wenn man was shoppen gehen möchte, läuft man auf jeden Weg weiter. Boah, ey, Hund! Ja, wo ist es? Da. Mein Finger, da, dieses Gebäude, das ist der Supermarkt. Ja, ihr habt's gesehen. Da, das ist der Supermarkt hier. Oh, Entschuldigung, ihr habt's gesehen. Also, ist eigentlich richtig cool. Oh, die geht da. Ich sage, die geht da nicht rein. Was macht sie? Sie geht da hin. So, Leute, wir sind jetzt einmal noch um dieses Gebäude da, wo dieses Kaffee war, whatever, einmal rumgelaufen. Dann ist uns aufgefallen, dass es ziemlich kalt ist und wir langsam Hunger kriegen. Deswegen laufen wir jetzt wieder zurück zum Auto und fahren dann auch wieder nach Hause. Leutchen, ich habe es absolut komplett vergessen, das Auto zu drehen. Deswegen mache ich es einen Tag später, aber egal. Das war unser kleiner Ausflug durch mein Fliegerhausengebäude, wo wir halt noch nicht drin waren. Und ist mir gerade was eingefallen. Wenn ihr mal Bock habt, dass wir mal im Dunkeln, also bei Nacht, in den Fliegerhaus gehen. Ja, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich bald passieren, weil ich selber Bock drauf habe. Also wie gesagt. Haben wir noch was zu sagen? Nee, ich glaube nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, hier bei Berlin Vlogger.